Many companies have implemented the system which allows their employees to choose the time and place to work. Bei Base sind die Arbeitszeiten flexibel. Es gibt eine Zeit, es ist von 11 bis 16 Uhr, zu der alle Mitarbeiter hier sind, einfach auch um gewährleisten zu können, dass wenn es Teamsitzungen gibt oder dass wenn man über ein Produkt spricht oder dass man die Möglichkeit hat, denjenigen auch anzutreffen, dass wenn ich eine Frage habe oder Not only that, this company designed an office configuration based on the kind of space preferred by millennials. It's typical of young people these days to move to a city or a country where their go-to company is located, however far it may be. This place attracts young people from around the world. I feel like the community for esports, gaming, and startups that work in these industries is far more active and quicker growing here in Berlin than it is in the US. I came from New York. This is a better space for academics and culture, but in Berlin, I feel like it's maybe the perfect area to be working in an industry like this. At the time, in 2016, esports wasn't so big in South Africa, so it seemed like a good move to move to Europe and get involved in the esports industry here. By deviating from the conventional arrangement, this firm has created a workspace that motivates young people to work and have fun. Und warum wollen die Mitarbeiter eher diese kleineren Büros? Wegen auch Geräusch, Lärmpegel. Also das ist auch eins meiner Themen. Ich habe auch im Großraumbüro schon gearbeitet. Ich mag das auch nicht so, weil es einfach relativ laut ist. Und man muss dann entweder mit Kopfhörern arbeiten, was ich auch nicht so mag. Ist alles halt eine verschiedene Philosophie. Ja? More important than their background or pay grade is the feeling of solidarity in decision-making processes. Am besten, dass die halt sich ein eingeschworenes Team sind, dass man sich auch länger kennt, dass man gleich tickt und dieselbe Vorstellung, Vision hat. Ja, weil die ersten, vor allem die Gründer, die prägen die Unternehmenskultur sehr stark und die geben eigentlich die Richtung vor. The company's philosophy is to build a workplace where young people want to work and where there is no discord between different generations. Für uns ist wichtig der cultural fit, also wenn das Kulturelle passt, also wir schauen nicht aufs Alter oder aufs Geschlecht oder auf die Herkunft, für uns muss wirklich die Kultur passen. Also für uns ist wichtig Leistung, Qualifikation und dass man kulturell ins Unternehmen passt. Für uns ist nicht ausschlaggebend das Alter, das Geschlecht oder die Herkunft, sondern nur, ob man kulturell dazu passt. There was a time when